Ich lese von der Stiftung Warentest Medikamente im Testblut Hochdruck mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im dunkelgrünen Kapitel. Das heißt, das richtige Medikament finden im Abschnitt, der langfristigen Nutzen entscheidet. Und als letztes hatte ich mögliche Folgeerkrankungen vorgestellt. Ich bin jetzt angekommen bei nicht jedes Medikament passt für jeden. Dazu gibt es einen Arzneischeck mit einer Checkliste. Es werden so Aspekte angesprochen wie neu ist nicht unbedingt besser, MeToo-Präparate. Dann geht es darum, Nebenwirkungen zu minimieren. Geht es um Kinder, Frauen und Ältere. Dann geht es darum, Wirkstoffe einzeln zu nehmen oder in Kombination. Und dann ist das Kapitel beendet. So. Nicht jedes Medikament passt für jeden. Welches Medikament für Sie am besten geeignet ist, hängt von der Höhe Ihres Blutdrucks ab, von Ihrem Alter, Ihren Begleiterkrankungen und der individuellen Verträglichkeit. Jedes Bluthochdruckmittel hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Auch eine solche Differenzierung nehmen die Experten der Stiftung Warentest vor. Diuretika sind zum Beispiel besonders von Vorteil, wenn Sie neben dem Bluthochdruck auch an einer Herzschwäche leiden. Das sind die entwässernden Medikamente. Diuretika steht hier auf der Seite 40. Calcium-Antagonisten dagegen können eine unbehandelte Herzschwäche verschlimmern, sind aber die Nummer 1 unter allen Hochdruckmitteln. Calcium-Antagonisten können eine unbehandelte Herzschwäche verschlimmern, sind aber die Nummer 1 unter allen Hochdruckmitteln, was die Verhinderung von Schlaganfällen angeht. Sie sind deshalb zum Beispiel besonders bei Arteriosklerose und metabolischem Syndrom angezeigt. Dabei kann sich das Urteil der Stiftung Warentest mit zunehmender Erkenntnissen auch ändern. Schließlich beobachten die Experten der Stiftung die Literatur und die Veröffentlichungen für die jeweiligen Medikamente über viele Jahre hinweg. Es kommen immer wieder neue Studien hinzu. Die Bewertungen spiegeln den aktuellen Kenntnisstand und die Entwicklung internationaler Leitlinien und Empfehlungen wider. Übrigens widerspiegeln schreibt man anders als hier im Buch mit je nicht. So,
sowas ist unendlich peinlich, Stiftung Warentest. Analphabeten. Die Bewertungen spiegeln den aktuellen Kenntnisstand und die Entwicklung internationaler Leitlinien und Empfehlungen wider. So galten zum Beispiel Beta-Blocker bis zum Jahr 2007 als uneingeschränkt geeignet bei hohem Blutdruck. Die Forschungen haben aber auch Nachteile der Beta-Blocker gezeigt. Bei älteren Patienten über 60 Jahren, die keine Begleiterkrankungen haben, verhindern sie weniger gut einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder Nierenfunktionsstörungen. Deshalb gelten sie in diesen Fällen als mit Einschränkungen geeignet. Leiden ältere Hypertoniker dagegen unter einer koronaren Herzkrankheit und unter einer Herzschwäche, lautet das Urteil wiederum geeignet. So. Auch für jüngere Menschen empfehlen die Experten Beta-Blocker, vor allem wenn das Herz in Ruhe sehr schnell schlägt. Mehr als 100 Schläge pro Minute, Tachykardie, Herzrasen genannt. Auch die Reservemittel gilt es differenzierter zu betrachten. Zwar ist für sie weniger gut belegt, dass sie das Risiko für Folgeerkrankungen reduzieren. Außerdem sind sie als alleiniges Mittel meist nicht so gut verträglich wie die Basismedikamente. Doch für bestimmte Patientengruppen oder in bestimmten Kombinationen haben sie durchaus ihre Berechtigung. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Auch um die Reservemittel. Vor allem gefäßerweiternde Mittel als Reservemittel. Prost. Doch für bestimmte Patientengruppen oder in bestimmten Kombinationen haben sie durchaus ihre Berechtigung. Gegen Alpha-1-Rezeptorenblocker allgemein als alleiniges Mittel als wenig geeignet kommen sie für Männer mit hohem Blutdruck und vergrößerter Prostata durchaus in Frage, weil sie die Beschwerden beim Wasserlassen positiv beeinflussen können.
Neu ist nicht unbedingt besser. So. Oft stehen ältere bewährte Medikamente in der Bewertung der Stiftung Warentest vor neueren Medikamenten. Ein Beispiel ist der Renininhibitor Aliskirin, ein Wirkstoff, der als erster Vertreter einer neuen Medikamentengruppe 2007 zugelassen wurde. Zwar senkt das Mittel den Blutdruck ähnlich gut wie die Basismedikamente, doch fehlen bisher Untersuchungen, die belegen, dass es Folgeerkrankungen ebenso gut wie diese verhindern kann und auf Dauer gut vertragen wird. Deshalb sollte es erst gegeben werden, wenn die als geeignet bewährteren älteren und besserer untersuchten Medikamente nicht passen. Wie wirksam und sicher Aliskirin wirklich ist, muss noch weiter beobachtet und erforscht werden. Denn unerwünschte Wirkungen fallen oft erst dann auf, wenn ein Mittel bereits länger auf dem Markt ist. Eine Analyse zeigt, dass in den USA bei jedem dritten neuen Medikament im Nachhinein Verträglichkeitsprobleme auftreten. In Deutschland ist die Situation ähnlich. Auch deshalb ist eine unabhängige Institution wie die Stiftung Warentest wichtig. Die Arzneimittelexperten der Stiftung bewerten für die Datenbank Medikamente im Test www.medikamente-im-test.de die wichtigsten Arzneimittel und berücksichtigen dabei auch Sicherheitsmeldungen aus anderen Ländern. So kann es sein, dass unerwünschte Wirkungen eines Medikaments früher in den Informationen der Stiftung Warentest stehen als im Beipackzettel. Oft dauert es einige Jahre, bis nach der Zulassung beobachtete Nebenwirkungen Eingang in den Beipackzettel finden. Damit neue Nebenwirkungen erkannt und aufgenommen werden, ist auch die aktive Mitarbeit von Ärzten und Patienten notwendig. Ärzte sind angehalten, neu aufgetretene unerwünschte Wirkungen den Behörden zu melden. Das können sie aber nur, wenn die Patienten es ihnen auch mitteilen. Auch das ist also ein Grund, mit ihrem Arzt immer offen über beobachtete Nebenwirkungen zu sprechen. MeToo-Präparate. Dass neu und teuer nicht unbedingt gleichbedeutend mit besser ist, zeigt auch das Beispiel Olmesartan. Das Medikament gehört wie am Namen erkennbar zu den Sartanen. Es wirkt nicht besser als andere Vorläufer-Sartane, es gibt aber Hinweise darauf, dass es schlechter vertragen wird. Außerdem fehlen bisher ausreichende Belege dafür, dass Olmesartan Schlaganfall und Herzinfarkt verhindern und die Sterberate senken kann. Deshalb enthält es die Einschätzung mit Einschränkungen geeignet. Olmesartan ist ein sogenanntes MeToo-Präparat, auch Analogpräparat genannt. MeToo-Präparate, englisch ich auch, sind neu eingeführte Präparate, die eine ähnliche Struktur und damit eine vergleichbare Wirkung haben wie früher eingeführte Wirkstoffe der gleichen Substanzklasse. Der neue Wirkstoff weicht chemisch kaum von den bekannten Wirkstoffen ab. Trotzdem können Hersteller das Medikament als neues Arzneimittel patentieren lassen. Kritiker bezeichnen solche Präparate deshalb auch als Scheininnovationen, weil sie nicht besser wirken, aber teurer sind als frühere eingeführte Wirkstoffe, deren Patentschutz oft schon abgelaufen ist und die schon als kostengünstige Generika verfügbar sind. So. Der nächste Abschnitt im Kapitel Das richtige Medikament heißt Nebenwirkungen minimieren. Vorher gibt es aber noch den Arzneischeck. Arzneischeck ist farblich abgesetzt. Bekommen Sie einen der neuen Fetzinker Paraluent und Repata, dann werden Sie feststellen, dass
im Beipackzettel ein schwarzes Dreieck zu finden ist. Der schwarze Dreieck zeigt an, dass dieses Mittel noch strenger überwacht wird als andere neue Arzneimittel, die auf dem Markt sind. Sie sollten beobachtete Nebenwirkungen ihrer Ärztin, ihrem Arzt mitteilen, damit sie oder er das den Behörden melden kann. So. Checkliste, was die Bewertungen bedeuten. Erster Punkt, geeignet sind Medikamente, deren therapeutische Wirksamkeit ausreichend nachgewiesen ist, bei denen der Nutzen das Risiko überwiegt und die einen hohen Erprobungsgrad aufweisen. Geeignet sind auch Kombinationen, wenn sich die Wirkstoffe sinnvoll ergänzen. Zweitens, auch geeignet sind Mittel, deren therapeutische Wirksamkeit ebenfalls nachgewiesen ist, die aber noch nicht so lange erprobt sind wie die als geeignet bewerteten. Hierunter fallen auch Mittel, die zwar noch immer als Standardpräparate gelten, in der Zwischenzeit aber von ihren neuen, besser verträglichen Mitteln in ihrem Rang als Mittel der ersten Wahl abgelöst worden. Mit Einschränkungen geeignet sind Mittel, die zwar therapeutisch wirksam sind, aber im Vergleich zu Standardtherapeutika ein höheres oder nicht gut einschätzbares Risiko bergen. Sie zählen nicht zu den Standardmitteln und werden nur unter bestimmten Bedingungen verwendet, etwa bei ausgewählten oder besonders schwerwiegenden Krankheitskonstellationen. Diese Bewertung erhalten auch jene Mittel, für die zwar in einigen wenigen Studien positive Ergebnisse vorliegen, deren therapeutische Wirksamkeit aber noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen sind. Wenig geeignet. Wenig geeignet sind Mittel, deren therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend belegt ist, die nicht ausreichend dosiert sind oder deren therapeutische Wirksamkeit im Verhältnis zu den Risiken gering ist, sodass die wahrscheinlichen Risiken mehr Gewicht haben als der mögliche Nutzen. Wenig geeignet sind darüber hinaus Mittel mit mehr als einem Wirkstoff, wenn sich die Wirkstoffe nicht sinnvoll ergänzen, einzelne Wirkstoffe keinen Nutzen zeigen oder die Kombination keinen zusätzlichen therapeutischen Nutzen gegenüber einem Produkt mit nur einem Wirkstoff aufweist. So. Und damit sind wir angekommen bei Nebenwirkungen minimieren. Und das lese ich gleich vor. Tschüss.